da bin ich, sorry. Ja, alles gut. So. Du bist schon drin. Wenn du dann das ausgewählt hast, dann legen wir los. Ich bleib bei meinem Zeug, was ich so habe. Jetzt kann ich echt nur die drei Sachen da nehmen. Ja, ja. Ach, nur eins davon kann ich nur nehmen. Ja, aber du noch gar keinen, den ich gelevelt hast. Ja, du musst dich erstmal leveln, ne? Das ist ja toll. Ja, was nehme ich denn da jetzt? Also bei mir ist es halt schon, ich bin schon durch. Jetzt, ich habe ja alle meine Perks. Ich will den gleichen wie in den normalen privaten Runden auch spielen. Ja, wie gesagt, ich habe ja nur eine Sache, die ich wählen kann, ne? Gegenstände kann ich auch nicht wählen, ja dann. Dann auf. Heute mal zu zweit, heute mal nur als Überlebender. Wird eine kurze Runde. Ah, mal schauen, wie es wird. Vielleicht haben wir ja halbwegs brauchbare Randoms. Das habe ich auch selten schon. Habe ich auch teilweise sehr selten, dass wir dann wirklich Leute haben, die mitziehen. Mal schauen, was heute gibt. Wenn überhaupt was gibt. Dauert auch immer so lange, ne? Mhm. Das ist es halt. Das finde ich eigentlich so der Nachteil bei dem Spiel, dass man immer auf irgendwen angewiesen ist eigentlich. Ne? Ja, aber jetzt wäre der Vorteil, wenn wir halt alle vier da gewesen wären heute, wenn wir wieder ein bisschen privat machen können oder halt dann in die offene Lobbys mit vier Mann gehen. Aber das kannst du halt nicht jetzt steuern. Mhm. Das muss halt warten. Wobei als Killer finde ich immer relativ schnell Lobbys. Also es dauert meistens nicht lange. Aber zwei Überlebende sollte es einfacher zu finden sein als einer alleine. Mhm. Ja gut, um halt solche Spiele zu machen, um die Punkte zu sammeln, muss er wieder Killer spielen oder halt solo überlebend. Na komm. Das kann dauern. Ich befürchte es auch.
Ach, da geht's doch. Wo es auch los geht, los. Mhm. Scheinbar. Killer ist auch schon bereit, der hat Bock. Ist ja kaum zu glauben. Hm. Die habe ich reingesetzt. Was hast du reingesetzt? Die habe ich mal reingesetzt, die Map. Das war ich. Was ist denn das für eine? Roter Wald. Roter Wald, ja. Okay. Die, glaube ich, haben wir auch letztens gespielt. Die haben wir, glaube ich, gegen Bonn gespielt. Wenn ich richtig im Kopf habe. Naja. Schauen. Wenn wir Glück haben, haben wir mal einen guten Killer, also vom relativ guten Level her. Wenn du Pech hast, hast du dann irgendwie so einen Rang 10er Killer, der jetzt mal kurz in 5 Minuten alle nass macht. Also meine eine Killerrunde, gut, da sind sie mir alle in 12 Minuten. Wie ich, ja. Oder was meinst du? Ich habe eben auch nur 12 Minuten gemacht, die eine Folge, wo ich eine Runde gespielt habe. Aber da sind sie mir, glaube ich, auch alle bis auf einen gekommen. Ich habe gesagt, die eine Runde war eine Genugtuung. 3 Stück um einen geholt. Na gut, Kombination von Nöd und Mori. Okay. Ja, mit dem Nöd kann ich direkt. Ja, Nöd kann ich ja niederschlagen. Direkt, dann kannst du direkt weiter auf dem Boden. Also einmal, okay. Mit dem Mori, ja, ich hatte das rote Mori drin, mit dem du die einmal gehängt hast, kannst du direkt töten. Okay. Den einen habe ich vom Generator schön weggezogen. Der saß im Generator, ich stand so 2 Minuten hinter dem und der hat nichts gemacht und dann habe ich ihn weggezogen. Dann hatte ich ihn irgendwann. Ich habe mich mit den Dingern noch nicht, immer noch nicht so richtig beschäftigt. Ja, sollte man machen, irgendwann mal so. Mal gucken. Oder fehlt mir auch momentan so ein bisschen die Zeit. Alles gut. Zumindest hat auch meiner kann ein bisschen so in den Beinen zocken. Wir sollen mal gucken, je nachdem, wie viel wir sind am Montag. Kann man legen, aber sofort ist zu Ende zu spielen. Warte mal, war das jetzt ein Überlebender oder war das ein Killer? Bitte? Ich guck gerade, ob das Überlebender war oder Killer. Ich habe irgendwas gesehen. Ja, es ist ein Survive. Okay, Spiele fängt mit. Alles gut. Da ich jetzt auch nicht weiß, was wir haben. Hä? Ich guck gerade ein bisschen durch. Ob da jetzt irgendwie eine. Hat das schon finde, was für ein Killer das ist? Ich habe Angst, dass irgendwie ein Michael in der Ecke steht oder so. Ja. Aber gut, in der Runde, in der Dreierrunde, wo ich die geholt habe, habe ich dich einmal hochgepusht. Du hast nur einen Totem gefunden hier. Ja, die sind eigentlich gar nicht mal so unwichtig. Die sollte man schon, wenn du so kannst, zeigt das. Warte mal, ich habe einen Killer mit Puls. Ja, ich auch. Ich habe einen gerade kurz im Schrank versteckt. Ja, warte. Der verfolgt wen? Ja, der ist ja am links am Generator, aber ich konnte jetzt nicht erkennen, wer es ist. Ich guck grad. Ah, oh, da kommt er schon wieder. Ja, ja. Wieder rein. Ich weiß nicht, was es ist. Ich sehe es nicht. Ach, das ist. Ist der ist das Fallensteller? Der Maske da irgendwie, ne? Das dürfte der Fallensteller sein, ja. Ja, ist es so, oder? Ja. Ja, ist der Fallensteller. Okay. Also passt auch auf ihre Fall, vor allem wenn du durch den. Ich hoffe hier im Schrank, also. Ja, ja, alles gut. Ja. Ich übernehme das Totem hier und du machst mal den Generator. Ja, ich versuch's. Aber wenn er wirklich Nö drin hat, am Ende, so wie ich das auch spiele. Ich habe immer jetzt meine Perks umgebaut. Komm jetzt dazu. Totem ist kaputt. Es gibt, glaube ich, insgesamt 6 Stück. Sehr schön. Meines Wissens gibt es, glaube ich, 5 oder 6 Stück auf der Map. Okay. Da kommt, pass auf, der ist rechts von uns.
Du bist ja, genau, du bist ja die Claudette. Okay. Der geht nämlich da gucken. Das mache ich aber auch. Weil der Generator angegangen ist, gehe ich da gucken, ob da irgendwo noch einer ist, wobei die meistens weg sind. Ja, ja, wollte ich sagen. Normalerweise bleiben die da nicht sitzen. Wo ist er denn? Da ist ein Generator. Jeder Killer macht das am Anfang. Wenn du mal irgendwo wirklich Killer in der Solo-Lobby spielen solltest, fang mal am Anfang erst die Generatoren abzugehen. Scheiße. Das macht jeder Killer als erstes. Scheiße. Das war nicht gut. Aua. Süß. Was hat dich erwischt? Ja. Wie ist der denn? Ich sehe den überhaupt nicht. Ich hab ihn bei mir. Ich sehe nicht, dass er dich niedergeschlagen hat. Hat er nicht niedergeschlagen. Ich habe ihn nur einen Schlag bekommen. Es hat kurz geleckt und dann habe ich einen Schlag bekommen. Der spielt auf jeden Fall mit schlampiger Schlachter. Ich glaube, der sieht die Blutspuren besser. Was heißt schlampige Schlacht? Schlampiger Schlachter, ja. Sieht die Blutspuren, müsste es sein. Okay. Ah, hau ab von mir. Scheiß Killer. Ach, scheiße. Alles gut, mach die Generatoren. Okay, der hab ich schön um die Ecke geholt. Gut, hier ist kein... Der Keller ist nicht in der Hütte, in der Standardhütte. Weil diese Standardhütte, die ist am Anfang, die ist auf jeder Map. Er hat auch keinen eisernen Griff. Scheiße. Du bleibst jetzt hier nicht stehen, komm, hau ab. Ist das überhaupt der Fallensteller? Ja, doch, ist der Fallensteller. Aber er hat keine Fallen. Also er legt keine. Ne, die halten sich da hinten. Die zwei Jungs da. Der eine haltet gerade den Svenny. Okay. Keine Ahnung. Mal gucken, ob sie jetzt mitspielen. Ja, es kommt einer. Macht ruhig, alles gut. Kommt einer? Ja, ja, ja. Okay. Wobei der Killer eine Falle holen geht, die legt er rechts von mir. Ist doch vielleicht so ein Arsch, der schön erstmal, ne? Ja, das ist hundertprozentig so ein 20er-Killer. Ja, der stellt sich hier hinten in die Ecke jetzt. Der steht ein bisschen rechts hinter mir. Links neben mir, der läuft hier rum. Der bleibt hier. Soll ich mal warten, bis die anderen kommen? Ja, er geht holen. Okay, er geht mich holen. Dankeschön. Okay. Der geht aber auf mich. Also der tunnelt und campt. Sackkarte. Ich muss ihn jetzt mal loswerden. Ja, alles gut. Ich habe ihn erstmal abgeschüttelt. Ich hatte eben irgendwo einen Generator gesehen, aber ich finde ihn nicht mehr. Jetzt bin ich ihn erstmal los. Ja, das ist hundertprozentig ein Neuling als Killer. Ja, ja, der bleibt in der Nähe. Das machen aber viele Killer. Die bleiben stehen. Manche gehen da mit Heimtückisch noch da rein und so. Das heißt, wenn die stehen bleiben, hast du kein Terrorradius. Bei dem habe ich wenigstens einen Terrorradius gehabt. Daher wusste ich, dass der bei mir in der Nähe ist. Deswegen spiele ich sehr, sehr selten mittlerweile online. Also wirklich nur offene Lobbys. Weil wir zu zweit nochmal machen wir das jetzt ausnahmsweise mal. Deswegen spielen wir halt wirklich nur zu dritt, zu viert, privat. Leichtes Herzklopfen gehabt. Entschuldigung, das war meine Schuld. Viel zu früh gedrückt. Ich würde da weggehen, sonst kommt er wieder angekrankt. Ja, ich bin schrumpfig. Ich steck mich hier kurz im Schrank und warte mal. Ja, ist gut. Er guckt halt mal nicht in die Schränke. Naja, warte mal ab. Ja, ich lauf dann auch nicht weg, weil es doch nicht geht da normal. Naja, deswegen spiele ich zum Beispiel mit städtischer Invasion. Was weil heißt? Ich krieche und bin schneller. Du machst keine Kratzspuren. Wenn du läufst, also mit L1 gedrückt läufst, die hast du so Kratzspuren an den Seiten. Da weiß der Killer ungefähr, wo der Überlebende ist. Also nicht genau, sondern du weißt ungefähr.
kommt irgendwie her. Warte mal. Ich bleib jetzt mal kurz, ich wollte gerade wieder rauskommen. Ich bleib schon mal kurz ein bisschen im Schrank. Ja, nicht zu lange, ne? Weil, wenn du lange genug. Komm mal her, Fangman. Jetzt mal heilen. Wenn du zu lange irgendwo stehen bleibst an einem Ort, dann kriegst du Krähen. Du kannst natürlich nicht jetzt die ganze Runde im Schrank stehen bleiben. Ah nein, das ist mir schon klar. Dann kommen Krähen und alles, was man setzt, je nachdem, wenn du an dem ganzen Ort bist. Und so länger, umso mehr Krähen, da weiß der Keller, wo du bist. Das ist eigentlich gar nicht mal so klug gemacht. Ich habe schon erlebt bei vielen Randoms, die das gemacht haben, die wirklich eine Runde lang nur im Schrank gestanden haben und die anderen die Drecksarbeit machen ließen. Und das finde ich halt persönlich irgendwo assi, weil geben und nehmen. Und ich habe auch Leute von mir zum Beispiel, die sagen auch, wir scheißen auf die Randoms. Wir machen nur noch unser Ding, wenn wir zu zweit, zu dritt spielen, machen wir nur noch unser Ding und scheißen auch drauf. Wir werden mit hängen gelassen und sowas. Ich habe auch schon beschissenste Erfahrungen gemacht. Das ist bei mir in der Nähe. Hat er jagt dich? Scheiße. Wer, mich? Ja. Ist das du da? Nee, ist ja random. Alles gut. Nee, ist ja random. Einer der beiden. Ist einer der Claudettes. Ich hab's nur gerade kurz. Ach ey, ich bin gerade so doof für den scheiß Generator hier. Alles gut, macht ja keinen Scheiß. Ich guck mal, ob ich den vielleicht irgendwie finde. Wohl, weil der Killer ist nicht gut bisher. Oh, warte mal, hier ist irgendwo eine Falle gewesen. Ja. Ah, das war der Haken, wo ich hang. Das kriegt er natürlich jetzt mit, aber ich habe die scheiß Falle entschärft. Der ist ewig. Der hat den einen. Aber kümmert euch nicht drum. Ich mach das schon. Ich guck mal, wo der ist. Ich muss mal gucken, ob ich da hinkomme. Der wird wahrscheinlich jetzt eine Falle holen gehen. Also, wenn du jetzt da selber reinlaufst, bist du schuld. So, einer ist weg. Ich hab den einen. Der hat auf jeden Fall die Falle schon dabei gehabt. Also der spielt gar... ja, ich weiß es nicht. Das war doof, Kollege. Jetzt hat er mich gesehen, Na, weg. Guck, dass du da wegkommst irgendwo aus der Stelle. Ja, ich bin dabei. Und der geht jetzt wahrscheinlich auf den einen Überlebenden. Ja, der ist hinter mir her gerade. Er hat mich gesehen. Ich wollte mich gerade hinterm Baum verstecken. Ich war da nicht. Scheiße. Ach ja. Aber vermutlich die Randoms. Ich war kurz davor, diesen blöden Generator fertig zu machen und dann habe ich ihn probieren lassen. Wie viel kann der eigentlich liegen? Ich glaube 5 oder so. So viele halt sind. Komm mal her. Also ich fäng mir jetzt. Ich fäng mir verletzt. Ja. Wo ist der jetzt hin? Der ist am Haus irgendwo. Ja, ich wollte so gucken, dass er sich irgendwo. Ist jemand auf dem Weg zu dir? Ich weiß es noch nicht. Weil ich bin gerade die eine am Heilen, ich komme dann zu dir. Direkt. Ja, und der andere ist gerade etwas weiter weg. Ja, ich komme. Fangman, verschwinde mal, ich bin hier unterwegs. Hat er eine Falle gelegt? Wo? Ich habe nichts gesehen. Okay. Ich habe nichts gesehen. Ja, ist egal. Scherz drauf. Normalerweise ist das schwachsinnig, mit zwei Mann da hochzugehen. Guck, dass sie dich heilt vielleicht. Ich mache jetzt den Generator. Nein, halt euch bitte. Ja, die heilt mich. Der ist jetzt auf mich, hab ich gesehen. Ich wollte dann in den Generator rangehen. Ja. Ist kein Haken, ne? Ja, kein. Jen. Scheiße. Hier bei mir ist einer. Aua, nein, kein. Ach, man kann. Ich weiß doch nicht. Eine Palette meine ich natürlich. Hier ist eine. Ich glaube, ich bin scheiße. Tot. Scheiße. Ich bin zu blöd für diese Generatoren, ne? Alles gut, macht ja keinen Scheiß. Ich bin erstmal weg. Bist du tot? Nein, noch nicht. Ach ey, ich hau ab hier. Das gibt's doch nicht. Ja, der kommt. Jawohl, sauber. Einer noch, komm. Ich doch im Arsch. Verkehrter, der sieht mich doch. Der kommt mir instant hinterher. Ich glaube, ich bin tot. Ach, das kann doch nicht sein. Ehrlich, ich bin echt zu doof. Nein, alles gut. Alles gut. Du spielst das erste Mal, glaube ich. So quasi. Ja. Ja, ich bin tot, oder? Nee, noch nicht.
Ich muss aber geholt werden. Falle links von mir. Ist die auf Weg? Keine Ahnung, ich kann nicht die Kamera drehen, weil ich gerade im Kämpfmodus bin. Vor mir ist hängt jemand, also einer muss kommen auf jeden Fall von heute. Der ist jetzt hinter mir gerade. Alles klar, ist jemand unterwegs? Er ist gerade hinter mir her. Oh, ich will nichts. Halt ihn hin. Versuch's gerade. Ich mach den Generator weiter. Ich bin mir nicht sicher, wo der jetzt gerade ist. Wenn ich den Generator fertig habe, ich habe Adrenalin drin. Ich habe Adrenalin drin. Ich bin instant geheilt, wenn ich dann schaffe. Ja. Halt ihn weiter hin. Ja, schade. Er hat mich. Ja, komm, beeilt euch. Ihr macht schnell den Generator. Ich bin dran, drei Viertel. Ja, er spielt das, geht weiter weg, okay. Scheiße. Okay, bleib weg. Ich muss weg, weil der heißt hinter mir her. Ja, ich habe das Team jetzt quasi den Gen fertig gemacht. Ja, kommt jemand. Ich kann ihn nicht machen gerade. Ich muss gucken, dass ich selber gerade meinen Arsch gerettet bekomme. Ja, warte, da ist eine Falle. Oh, sehr lieb. Mach einer ja, ist klar, du kriegst mich noch. Nein! Der hat was mitgespielt bekommen, was ich wollte. Ich bin hängen mit dem Scheiße. Oh, Alter. Nein. Ich hab ihn. Ja, warten wir mich jetzt haben, ich bin tot auf jeden Fall. Ich glaube, es wird schwierig werden. Den Ausgang auf. Ja, das Problem, ich kann ihn nicht hinhalten. Ich hab den direkt hinter mir, ich bin verletzt. Jetzt bin ich tot. Der Drecksack, Alter, mit deiner scheiß Gekämperei. Das hat mich am Anfang so viel Lebens gekostet. Ich bin dieser scheiß Ausgang. Ah, das wird nicht reichen. Scheiße, Mann! Der Ausgang ist bei mir, wo ich hänge. Oder wo ich gehangen habe, wo ich gestorben bin. Irgendwo ist einer auf. Ja, gerade auf. Du bist tot? Dann ja. Kann ich raus, ja? Ja, alles gut. Rette deinen Arsch auf jeden Fall. Scheiß auf die anderen, wenn ich hier nicht bin. Guck, dass du erstmal deinen Arsch wegbringst. Die haben wir anderen hoffentlich irgendwie rauskommen. Ja, die eine, die hängt da noch. Warum gehen die denn jetzt nicht raus? Wie, die hängt noch? Hä? Ja, die eine steht mit mir direkt davor, die andere steht vom Ausgang. Ja, 15 und 16, der Killer ist 17. Ich weiß nicht, warum die da jetzt nicht kommt. Hat der schon, jetzt siehst du nur nicht. Geht rein raus, wenn's könnt. Alles gut. Zack. Ja, alles gut, später spiel ich gar nicht mit. Das ist jetzt nicht mehr unser Problem. Eigentlich gehst du normalerweise safe raus. Ja, ich weiß nicht, warum der nicht rausgegangen ist. Nicht unser Problem. Was macht denn der andere da? Weil du warst ja schon tot. Der ich eine, konnte ihn ja nicht mehr retten. Ja, kein Problem, alles gut. Also? Der eine macht den anderen Ausgang auf, die letzte von denen. Er hat die Falle natürlich für den Chef, was natürlich selten dämlich war. Weil der Killer hat das mit, wo kriegt das mit? Keine Ahnung, oder sie weiß es nicht. Ah, scheiß auf. Nein, spiel doch nicht solche Spielchen. Geh raus, mein Gott. Nee, jetzt auf die Luke. Oder geht den anderen Ausgang nehmen. Also wenn die jetzt selber niedergeschlagen wird, die spielt mit dem Killer, okay. Aber das ist auch scheiße, wenn ich ehrlich bin. Entweder gehst du raus oder lässt es einfach sein. Schick weg. Ich find's was einfach. Ich bin jetzt raus. Ja, ist ja auch in Ordnung. Und jetzt tut sie die Falle. Ah gut, er gibt ihm noch die Punkte mit. Der hat. Das heißt nicht, weil er nichts hat, sondern man sieht es nicht. Jetzt sieht es. Unerbittlich und schlappiger Schlachter. 17, ja. Wahrscheinlich das erste Mal links gespielt. Scheiße, ey. Aber gut, okay. Passiert. Diese offenen Dinger, das ist einfach nichts für mich. War jetzt eigentlich gar nicht mal so eine schlechte Runde von euch. Ich hab's halt ein bisschen selten dämlich angestellt, aber ja, scheiß drauf. Bisschen unglückliche Entscheidung getroffen. Ja, aber immerhin für 25 Minuten, oder? Ne? Fast 30. Die Runde. Ja, kommt hin. Ja, das war nur. Ja, war in Ordnung. Definitiv doch, muss man sagen. Scheiß drauf. Hey, ich hab mein Ziel gereicht. Ich hab's geschafft. Ich hab den Generator durchgezogen, damit der mit dir rauskommt.
Alles heute in Ordnung.